Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche nach einer doch sehr gesunden Woche sozusagen. Denn ab Mittwoch ging es wirklich bergauf und ich hatte dann auch ein super, super schönes Wochenende, an dem ich zumindest am Samstag auch in einer sonnigen Stadt unterwegs war, was mir sehr gut gefallen hat. Und wir hatten da wirklich einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich arbeite jetzt halt Montag auch wieder. Bin tatsächlich ganz froh, dass es eine kurze Woche ist, denn Donnerstag ist ja der Feiertag, ist ja Christi Himmelfahrt. Und ich glaube, so 4 Tage tun einem ganz gut. Es hat jetzt soweit die Tage gut geklappt, dass ich wirklich keine Schmerzen mehr habe. Man wartet gefühlt immer mal noch so. Kommt jetzt ein Ziehen, irgendwie eine Bewegung, aber ich mache jetzt mal, man klopft auf Holz. Hoffe, dass das jetzt einfach so bleibt, wie es ist. Allerdings hat mich ein bisschen, eine Erkältung, besucht. Beziehungsweise bezieht sich das wirklich nur auf den Hals und die Stimme ist mal besser, mal schlechter. Gerade geht sie ganz gut, deswegen dachte ich auch, mache ich dieses Video. Es ist wirklich gefühlt sehr einfach nur der Hals, der Rachen, die Mandeln, ein bisschen die Nase, aber... Irgendwie soll es nicht so richtig sein, habe ich das Gefühl. Aber wir wollen ja fit sein und gesund sein, denn am übernächsten, also nicht kommendes Wochenende, sondern die Woche drauf, sind ja die Kingsiana auch in Frankfurt, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und an dem Wochenende will ich auf jeden Fall fit sein und habe ja dann auch nur eine 4-Tage-Woche sozusagen. Und darauf folgend ist ja dann schon Pfingsten und auf jeden Fall viel, viel freie Zeit, wie man gerade merkt. Und die Sonne tut natürlich ihr Übriges dazu. Ich bin ein absolutes Sommersonnenkind und ich fühle mich jetzt richtig, richtig wohl. Gerade wenn dann das Thermometer über 20 Grad geht, merke ich, wie alles so in mir irgendwie aufblüht und auch alles so schön grün draußen ist. Bis auf die Pollen, die regen mich tatsächlich ein bisschen auf. Nicht, weil ich da allergisch bin, zum Glück nicht. Aber diese ganzen gelben Fluseln und dieser gelbe Belag, der sich überall ablegt, nicht nur auf den Autos, sondern durch der ganze Balkon, die Terrasse, alles gefühlt ist gelb, grün, gelb. Und aber gut, es soll ja demnächst mal regnen, darauf könnte man theoretisch jetzt auch mal hoffen, damit man dann auch mal wieder seine Fenster putzen kann und was sieht. Es lohnt sich gerade nämlich noch nicht, aber... man sieht trotzdem durch. Also ganz so schlimm ist es nicht. Lesetechnisch lief es die Woche auch mehr oder weniger gut. Ich hatte ein paar schöne Bücher dabei, aber auch so ein bisschen eine klitzekleine Enttäuschung. Aber dazu dann auf jeden Fall in der Bücherwoche mehr. Jetzt natürlich erstmal so der Reihe nach, was habe ich gelesen? Und später gehen wir da natürlich detailreicher darauf ein. Ihr findet immer alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Guckt da also gerne auch mal vorbei. Ich habe diese Woche Artemis von Andy Weir gehört. Ich habe mich sehr, sehr auf das neue Buch von Andy Weir gefreut. Das ist ja der Autor von Der Marsianer, wo ich ja sowohl das Buch als auch den Film sehr, sehr gefeiert habe. Und ich habe hier wieder eine gekürzte Fassung vom Verlag bekommen. Es hat aber, glaube ich, nicht mal eine Stunde gefehlt. Von daher habe ich da mal so 70 Seiten, denke ich mal, waren irgendwie weg. Es ist mir nichts Fehlendes vorgekommen. Und wie es mir gefallen hat, dann natürlich mehr. Dann habe ich von Ellie Blake Fire and Frost gelesen. Ich hatte es mir ja eigentlich als englisches E-Book geholt, konnte dann aber, diesem schönen deutschen Cover nicht widerstehen und war total happy, als es mir der Ravensburger Verlag zugeschickt hat. Optisch ist das wirklich eine absolute Schönheit und auch der zweite Teil sieht super, super schön aus, insofern man darauf natürlich Wert legt. Auch hier so von der Seite. Wirklich wunderschön. Dann habe ich gehört, Die kleine Bäckerei am Strandweg von Jenny Golken. Und ich war sehr gespannt auf diese Geschichte. Es ist ja jetzt so in aller Munde die Bäckereien und die Buchhandlungen und das Antiquariat und all diese Läden, die es so gibt, die irgendwo auf einer Insel sind. Und ich bin dafür definitiv empfänglich und habe mir Die kleine Bäckerei angehört. Und so viel sei gesagt, dass ich jetzt aktuell direkt auch schon den zweiten Teil höre. Und ich denke, das spricht auf jeden Fall schon für sich. Und dann habe ich zusammen mit der lieben Miri gelesen Die ferne Hoffnung. Und zwar der erste Teil der Hansensaga von Ellen Carster. Das haben wir beide als E-Book und haben uns das so ein bisschen eingeteilt und jetzt die Woche über auch gemeinsam gelesen und uns dann natürlich auch ausgetauscht. Und zwar irgendwie wieder nach der Clifton-Saga. Wir suchen da definitiv noch einen würdigen Nachfolger. Und ob es die Hansensaga vielleicht sein könnte, das dann natürlich später auf jeden Fall mehr. Aber wir beginnen mit Artemis von Andy Weir. Wir haben hier zwei Sprecher, Marius Klaren und Gabriele Petermann. Und Gabriele Petermann ist uns definitiv bekannt als die Synchronstimme von Emma Watson.
Lange habe ich rumüberlegt beim Hören, die Stimme kennst du, die Stimme kennst du. Und dann hatte ich Emma vor mir, also beziehungsweise Hermine, und dachte, jetzt googelst du einfach mal. Und so war es dann auch. Und Gabriele Petermann hat ja auch Elias und Laia, die Stimme von Laia gegeben. Und da war es ja schon cool. Ich glaube, weil die Stimme von Elias war die Ron Weasley. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das war auf jeden Fall sehr cool, sich das anzuhören. Ich weiß nicht mehr, wer die Stimme jetzt tatsächlich war. Aber es war auch irgendwer Bekanntes und das war eine sehr coole Kombi. Ja, Andy Weir ist manchen vielleicht ein Begriff von der Marsianer. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo steht. Nein, wahrscheinlich nicht. Und der Marsianer war ja vor 2-3 Jahren wirklich auch ein absolutes Science-Fiction-Highlight und hat wirklich sehr geboomt, als eben auch die Verfilmung herauskam mit Matt Damon, die ich absolut empfehlen kann. Man empfindet es wohl als Buchleser ein bisschen stimmiger. Ich habe schon von vielen Stimmen gehört, die das Buch nicht kennen, die doch etwas verwirrter waren und die manchmal so nicht den Witz verstanden haben, der, glaube ich, eben einfach nur durch das Unterschwellige zutage kommt, wenn man eben das Buch kennt. Ist so mein Gefühl. Also es gibt doch recht unterschiedliche Meinungen. Ich als Buchleser fand den Marsianer total geil verfilmt und ich bin auch einfach ein Fan von Matt Damon. Und spätestens, wenn Sean Bean auftaucht und da vom Rat von Elrond spricht, ja, da habe ich gebrüllt im Kino. Aber gut, so viel dazu. Ja, Andy Weir hat eine besondere Art, Science-Fiction zu erzählen. Und das schafft er für mich auch bei Artemis. Denn Artemis ist die erste und einzige Stadt auf dem Mond, welche ja zudem auch noch sehr, sehr teuer und sehr luxuriös ist. Und wir treffen hier auf Jazz, eine ja Kleinkriminelle, könnte man sagen, die Zigaretten und andere ja Luxusgüter sozusagen schmuggelt und verkauft und damit so ein bisschen ihren Lebensunterhalt im Grunde verdient. Mehr oder weniger. Und Jazz bekommt einen sehr, sehr großen Auftrag und man ahnt schon, ob das alles so gut geht, ob das so machbar ist, ob da ihre Beziehungen, ob das so funktioniert. Und es funktioniert natürlich nicht. Es geht allerhand schief. Und wir begleiten Jazz im Grunde in Artemis auf dem Mond und auch darum herum im Grunde und hoffen, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. Und das ist im Groben natürlich schon so ein bisschen die anfängliche Geschichte. Ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil alles andere wäre ja auch ein bisschen spoilerig. Ich muss ehrlich gestehen, ich fand es toll. Ich habe es unglaublich gerne gehört. Mir hat die Sprecher haben mir gut gefallen, besonders eben Gabriele Petermann. Mir hat Jazz unglaublich gut gefallen. Es ist ein Charakter, sie wirkt ein bisschen wie Mark Watney aus der Marsianer. Diesen Humor, wie man an Sachen rangeht, das ist schon sehr ähnlich. Das kann man gar nicht abstreiten und das kritisieren ja sehr viele. Ich glaube aber einfach, dass das der Humor von Andy Weir ist. Und dass eben Andy Weir seinen Charakteren seinen Humor mitgibt, wie es ja viele Autoren tun. Und dementsprechend ist natürlich Jazz ähnlich witzig, wie es Mark Watney ist. Und ich fand es auch in keinster Art und Weise, dass man das Gefühl hat, dass das abgeschrieben ist oder sich sehr ähnlich ist. Ich meine, man kann ja bei vielen Büchern Charaktere erkennen, die ihren Autoren sehr ähnlich sind, insofern das jemand zulässt. Man trifft ja bei Stephen King auch immer mal wieder Autoren in den Büchern und da glaubt man eben auch, dass ein bisschen was von Stephen King immer in den Büchern drin ist. Und da bemeckert das komischerweise keiner. Und ich bemeckere es ihr bei Artemis definitiv auch nicht, denn ich mochte Jazz, ich mochte ihren Humor, ich mochte es, dass sie klug ist, tough ist, dass sie stark ist, auch wenn sie... Und das ist so ein Kritikpunkt, das eben nicht immer ist, sondern so ein bisschen schwankend ist. Und man fragt sich manchmal, wo das herkommt. Gerade noch so tough, selbstbewusst und hier bin ich, freut euch. Und dann so ein paar Kapitelsätze weiter wird sie so ein bisschen, unglaubwürdig, weil sie dann eben irgendwie was tut und so handelt, wie es eigentlich nicht zu ihr passt. Und da hatte ich so den Eindruck, dass sich Andy Weir nicht sicher ist, was er jetzt eigentlich aus ihr machen möchte. Aber... ja, eine Fliege. Aber der Humor von ihr, ich fand ihn großartig und ich glaube einfach, dass Andy Weir auch so einen Humor hat. Ich mochte auch die realistische Erzählung sehr gerne. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das etwas Mögliches ist, dass man sich vorstellen kann, auf dem Mond eine Stadt zu haben, auch wie diese Stadt aufgebaut ist, wie sie geschützt wird, was da so vor sich passiert. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll gemacht und das ist eben auch was Andy Weir schon beim Marsianer bewiesen hat, dass er eben etwas zeigt,
gezeichnet, was man sich vorstellen kann, was gar nicht so fern unserer Zeit ist. Natürlich jetzt auf dem Mars zu fliegen, das sind natürlich Themen, die so ein bisschen anders sind. Aber ich fand das wirklich großartig und er macht das wirklich mit einer Detailliebe und man kann auch einiges googeln. Und das ist manchmal eine Spur zu technisch, das ist keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass Andy Weir etwas für Science-Fiction-Anfänger ist, aber für jeden, der sich so ein bisschen mit diesen Thematiken gerne beschäftigt, ich glaube, der ist auf jeden Fall bei der Artemis auch richtig. Man hat hier natürlich auch so ein bisschen eine Art Wirtschaftskrimi, einfach was so das ganze Schmuggeln und sowas angeht. Und wir haben ja auch ein paar Außenposten auf dem Mond. Also es ist schon eine Mischung aus Science Fiction, ein bisschen Thrill, ein bisschen Humor und natürlich eben auch so ein bisschen ein Krimi, einfach was so diese ganzen Wirtschaftsbelange angeht. Und es ist natürlich absolut klar, ja, dass dieses Gefühl eben dabei eben auch einfach aufkommt. Für mich hat sich das Buch auch so ein bisschen angefühlt wie Ocean's 11, denn man hat hier halt den Mond und man hat jetzt natürlich auch keine 11 Leute, die George Clooney folgen, sondern definitiv weniger Charaktere, aber es war so ein ähnlicher Witz und so ein Charme und es war auch einfach unglaublich unterhaltend, wie wir Chaz und eben die Charaktere begleitet haben und ich mochte das wirklich gerne und es hatte eben so ein Feeling, auch wenn man eigentlich weiß, dass das ja Kriminelle sind und dass die etwas tun, was sie nicht tun sollen, mag man sie eben auch einfach und kann sogar die Beweggründe nachvollziehen, warum sie das tun. Und ja, das klingt immer so total merkwürdig, aber so hat es sich auf jeden Fall gut angefühlt und mich auch wirklich sehr, sehr unterhalten. Und ja, es war mancher Spur zu technisch, aber ja, der Schreibstil ist relativ einfach, wie ich finde, außer er wird dann eben schon technisch und dann kommen diese vielen Details, dann muss man schon mal so ein bisschen aufmerksam sein, aber sonst konnte ich sehr gut folgen, wirklich so nach der ersten halben Stunde war ich absolut in der Geschichte drin, ich fand es sehr unterhaltend, sehr spannend, sehr realistisch, trotz der Stadt auf dem Mond und ich fand auch Chaz einfach großartig. Mir hat Artemis wirklich sehr viel Hörspaß bereitet, mir hat das neue Buch von Andy Weir gefallen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das verfilmen könnte und hatte nach Artemis direkt wieder Lust, mir mal den Marsianer anzugucken. Musste dann leider feststellen, dass ich ihn nicht auf DVD habe, was sich ja aber relativ schnell ändern lassen würde und dass ich den unglaublich gern wieder mal angucken würde. Und ja, also wirklich klare Empfehlung, hat mir gut gefallen und ich finde auch, dass man sich eben an dem Humor von Andy Weir, entweder gefällt einem oder er gefällt einem nicht und dann gefällt einem eben auch, ja, entweder Mark Watney und Chaz oder eben beide nicht. Oder na, das ist, ich glaube, dass der Humor, den man sehr selten bei Science Fiction trifft, dass der hier schon sehr außergewöhnlich ist und auch mal anders erzählt. Und ja, mir hat's gut gefallen, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann habe ich in der Woche gelesen, mein erstes echtes anfassendes Buch sozusagen. Was ja während meiner Krankheit nicht wirklich geklappt hat, weil ja die Bewegung des Buchhaltens unglaublich geschmerzt hat und ich das natürlich ein bisschen ausprobiert habe, indem ich in diesem schönen Schmuckstück gelesen habe. Und zwar Fire and Frost, vom Eis berührt, von Ellie Blake. Hatte ich ja ursprünglich mal auf Englisch gekauft, weil da das E-Book nur 2 € gekostet hat und konnte mich aber irgendwie nicht so richtig aufraffen, ein englisches Buch zu lesen. Ja, irgendwie wird man da relativ faul, habe ich das Gefühl. Und seitdem ich ja in der Arbeit doch auch relativ hin und wieder mal Englisch wieder spreche und auch E-Mails und sowas lese und schreibe, habe ich das Gefühl, dass ich das ja im privaten Gefühl nicht mehr so brauche. Klar, bei Filmen, Musik ist das nochmal was anderes. Aber ja, und dazu war dann halt dieses Buch auch einfach zu schön, um es nicht im Regal stehen zu haben. Und ich war mega, mega happy, als ich es vom Ravensburger Verlag zugeschickt bekommen habe und habe mich da auch sehr gefreut. Zudem ja auch der zweite Teil der Reihe dann im September erscheint und da ist das Cover ähnlich schön, wenn nicht sogar schöner. Und im Englischen ist, glaube ich, sogar schon der dritte in Vorankündigung. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe den zweiten schon gesehen und der dritte kommt noch. Aber um was geht es bei Fire and Frost? Wir treffen auf Ruby, die in einem Königreich lebt, dessen Namen ich schon wieder mal vergessen habe. Aber so ist das. Ja, Ruby hat eine Gabe und lebt mit dieser Gabe eben theoretisch im falschen Königreich. Denn sie ist eine Fireblood. Und ja, das wird komischerweise Englisch ausgesprochen, was mich die ganze Zeit so ein bisschen irritiert hat. Sie lebt aber in einem Königreich, in dem die Frostbloods,
Ich finde das wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, im Grunde herrschen. Und ja, Ruby muss ihre Gabe unter Kontrolle halten, was sie eben mit dem Feuer in sich selbst tun kann. Und sie lebt zusammen mit ihrer Mama, ja, eben relativ abgeschieden. Und ihre Mama ist so ein bisschen was wie eine Heilerin. Und ja, sie versteckt so ein bisschen ihre Tochter, versucht eben auch, ja, diese Gabe zu verstecken, ihr so ein bisschen auszureden oder ihr besser gesagt gut zuzureden, dass sie eben diese Gabe nicht öffentlich zeigt, dass sie diese Gabe, dass das einfach nicht gut ist. Und ja, es kommt aber, wie es kommen muss, dass die beiden im Grunde entdeckt werden. Und ja, es wird die Mutter von Ruby umgebracht vor ihren Augen und sie selbst wird lange Zeit in ein Gefängnis gesteckt. Und dann kommt aber die helfende Rettung und ja, sie trifft hier auf Frostbloods, die ihr im Grunde Unterschlupf gewähren. Denn es gibt einen großen Plan, den man eben nur mit Ruby vielleicht irgendwie umsetzen kann. Und ja, wir erfahren hier eben im ersten Teil, ja, diese große Welt der Frost and Fire Bloods. Und ich frage mich wirklich, warum man das nicht eindeutschen konnte. Weil mich haben diese englischen Begrifflichkeiten in einer deutschen Geschichte tatsächlich immer sehr so innehalten lassen. Es ist kein Stören, das wäre definitiv zu viel. Man fragt sich nur, warum man da keinen Feuerblütler draus machen konnte und keinen Eisblüter oder irgendwie was. Man kann sich ja ein schöneres Wort ausdenken. Das ist wirklich was ich unmöglich finde und ich mich frage, was das soll. Also es sind ja auch keine erfundenen Dinge, die man nicht übersetzen kann, sondern ja, das hätte man meiner Meinung nach übersetzen können. Aber gut, so viel dazu. Ja, wir erfahren hier eben diese ganze Welt, wie es überhaupt zu dieser Feindschaft zwischen diesen unterschiedlichen Rassen im Grunde kommt. Und wir erfahren eben auch ganz viel von Ruby, wie ihr Leben so ausgesehen hat. Wir erfahren viel von ihrer Oma. Wir erfahren natürlich auch von der Gegenseite, wie die Welt da funktioniert. Wir sind natürlich dabei, wenn sie im Gefängnis ist, so ein bisschen bei ihrer Rettung. Und wir erfahren allerlei Dinge und eine wirklich ganz, ganz tolle Welt, die Ellie Blake hier erfunden hat. Natürlich ist es absolut nichts Neues, gerade im Jugendbuch, High-Fantasy-Bereich, so verschiedene Rassen, Kulturen aufeinandertreffen zu lassen, die eben verfeindet sind und dann gibt es eben Leute, die ja, sich im Grunde bemühen, dass das irgendwie positiv ausgeht und dass das eben ja, das Leben irgendwie einfacher wird und dass es eben ein Miteinander gibt. Und das ist auch so mein Kritikpunkt. Ich glaube tatsächlich, ich habe zu viele Jugend-High-Fantasy-Bücher in letzter Zeit gelesen, gerade auch mit diesem dystopischen Anhauch. So ging es mir ja schon bei Immerwelt, wobei da ja noch so zwei, drei andere Kritikpunkte dazu kamen. Auch hier muss ich sagen, ich fand die Geschichte toll erzählt. Der Sprachstil von Ellie Blake ist wirklich großartig. Er ist bildhaft, er ist lebendig, er ist modern. Man kann sich die Welt vorstellen, die Charaktere. Man kann sich ihre Gefühle vorstellen, die Gedanken dazu. Es ist nachvollziehbar und es ist einfach wunderschön geschrieben. Es ist sehr packend geschrieben. Man fliegt förmlich durch die Seiten, was natürlich definitiv am leichten Jugendbuch-Schreibstil liegt. Aber ich finde, das macht dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch. Denn wenn man mit High Fantasy startet und erhält so ein Buch, glaube ich, hat man danach direkt Lust, im Grunde weitere High Fantasy-Bücher zu lesen. Und so zog es einen natürlich wirklich absolut durch die Geschichte. Es war spannend, es war packend. Leider hat mir einfach das Innovative gefehlt, denn dieses Eis gegen Feuer und das ist halt schon so oft da gewesen, auch so ein bisschen die Geschichten, die nebenbei gelaufen sind, hat man schon mal gehört, nicht nur einmal, sondern öfter. Das war schade. Bei mir ist der Funke nicht ganz übergesprungen, das muss ich definitiv sagen, auch wenn es eine gewisse Sogwirkung hat und ich das glaube ich auch in zwei, drei Lesesitzungen sozusagen durchgelesen hatte, habe ich trotzdem gemerkt, dass ich immer mal so ein bisschen abgeschweift bin, dass ich auch eher mal zum Hörbuch gegriffen habe und dachte mir so, dass wenn es mich 100% packt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch wirklich zack verschlungen. Und ich glaube, dass das wirklich an mir liegt, einfach, dass ich zu viel Jugend-High-Fantasy-Dystopie in letzter Zeit gelesen habe. Denn an sich ist der Schreibstil wirklich toll und es hatte schon eine Sogwirkung. Wenn man zum Buch greift, hat man 120 Seiten im Nu weggelesen, hat das gar nicht gemerkt und ist in dieser Welt schon aufgegangen. Und man kann sich das also wunderbar auch einfach vorstellen. Und Ellie Blake hat eine tolle Welt erschaffen, hat eine tolle Geschichte erschaffen. Und ich hoffe einfach, dass es im zweiten Teil ein bisschen neuartiger zugeht, ein bisschen ja, innovativer, ein bisschen spannender. Und ja, dass mich der Funke einfach erreicht, der mir hier leider einfach so ein bisschen gefehlt hat.
Und ich bin da selbst von mir so ein bisschen, wo ich denke, oh, du hattest so viel Hoffnung in dieses Buch und es wird so gehypt und alle feiern das unglaublich. Und ich möchte es ja dann auch unglaublich mögen und ich will, dass das ein Highlight ist, aber leider ist es halt nicht direkt ein Highlight. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch, gar keine Frage. Also das möchte ich definitiv unterstreichen. Für ein Highlight hätte mir aber eben der Funke gefehlt, das Innovative und auch einfach mal die Welt ein bisschen anders, denn wir haben jetzt auch genügend Jugend-High-Fantasy-Dystopien, wo eben Mädel sozusagen ja, ganz vorne dabei ist. Das ist ja gefühlt bei den Jugendbüchern immer fast so, dass die Mädels vorne dran stehen. Was ich gut finde, und ich möchte da jetzt auch gar keine Feminismusdebatte auf- oder zumachen, überhaupt kein Thema, aber ich finde es auch mal spannend, einfach die andere Seite zu sehen. Also ich bin ja unverkennbar eine Frau und mir ist absolut klar, wie Frauen denken, handeln und wie es dazu kommt, mehr oder weniger. Nicht immer, nein. Also was manche Frauen denken, weiß ich auch nicht oder kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich finde es eben auch mal schön, wenn man so eine männliche Seite hat, die halt doch oft ganz anders denkt und man da so ein bisschen einen Einblick bekommt. Und das fand ich zum Beispiel bei den Chroniken der Verbliebenen so toll, dass wir eben den Prinzen hatten und den Attentäter und die eben andere Sachen mit hereingebracht hat. Das war halt da mal was anderes, Innovatives. Oder auch, ich habe vorhin schon von Elias und Laia gesprochen. Elias Sicht fand ich unglaublich spannend. Und ja, das finde ich, das ja, ne, sowas fehlt sich hier einfach. So dieses Besondere und eben nicht die eine Rasse gegen die andere und wieder aus unerfindlichen Gründen. Und ha, na, ihr versteht, wie ich das meine. Also ein sehr, sehr gutes Buch, überhaupt keine Frage. Und ich denke, wer gerne Jugend-High-Fantasy liest, hat hier seinen absoluten Spaß und auch als Einsteiger absolut geeignet. Auch mit diesem dystopischen Hauch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist halt leider nur kein Highlight geworden. Das ist schon jetzt hier, ne? Kriegt man schon ein schlechtes Gewissen, weil es kein Highlight ist. Aber ja, es tut mir wirklich so leid, weil ich hätte es wirklich am liebsten komplett gefeiert. Und 5 Sterne und mehr, so sind es, glaube ich, auf Lovely Books nur 4 geworden. Also fast nur, ne? Also es ist ein geiles Buch. Für mich hat so ein bisschen der Funke gefehlt. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar wieder ein Hörbuch. Ihr merkt schon, ich habe im April, Mai definitiv sehr, sehr viel ja, gehört, weil das natürlich auch einfach viel bequemer war, als sich mit Buch, was ja gar nicht ging, oder auch E-Book irgendwo hinzusetzen. Und so habe ich Die kleine Bäckerei am Strandweg von Jenny Coe Golgen? Ja, gehört. Hier haben wir als Sprecherin Vanida Karun und ja, auch diese Sprecherin gefällt mir sehr, sehr gut. Ich lausche ihr gerne. Es ist keine Stimme, bei der man irgendwie gedanklich abwandert, sondern es ist eine Geschichte, wo man definitiv dabei ist. Zu dieser kleinen Bäckerei gibt es aktuell schon 3 Teile. Es gibt noch den Sommer in der Bäckerei am Strandweg und Weihnachten. Sommer höre ich aktuell. Weihnachten, denke ich, werde ich mir dann zu Weihnachten gönnen und hören, weil ja, der erste Teil der kleinen Bäckerei am Strandweg hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir treffen auf Polly, ich glaube so eine Anfang 30-Jährige, ja, deren selbstständiges Unternehmen, das sie zusammen mit ihrem Partner hatte, ja, im Grunde vor dem Ruin steht. Sie müssen Insolvenz anmelden und sind beide nicht sehr glücklich damit. Auch ihre Beziehung, ja, leidet da sehr, sehr darunter und ja, Polly bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als aus dem tollen Loft auszuziehen, sich irgendwo eine Bruchbude zu suchen, in die sie zieht und ja, sie zieht im Grunde auf eine kleine Insel. Also wir sind hier in England und ja, diese Insel ist nur durch eine Brücke bei Eppe zu erreichen, wenn ich mich richtig erinnere. War es eine Brücke oder war es ein Weg? Irgendwie sowas. Und ja, dort landet sie im Grunde ja, über einem leerstehenden oder einer leerstehenden oder früheren Bäckerei. Darüber wohnt sie jetzt. Und ja, findet sich so ein bisschen auf diesem Inselleben zurecht. Wir haben natürlich anfangs eine Polly, die so ein bisschen von Selbstmitleid zerfressen ist. Doch ja, sie packt es irgendwann und merkt, dass sie eigentlich mit diesem ganzen Marketing, Werbekram, Medienkram, den sie vorher gemacht hat, eigentlich gar nicht so glücklich war. Dass sie das natürlich auch so ein bisschen gemacht hat, weil eben ihr Freund da so eine Stärke drin war und so eine Koryphäe. Und ja, sie fängt dann so ein bisschen an für sich zu backen, denn ihr schmeckt das Brot in der aktuellen Bäckerei auf der Insel halt so gar nicht, denn das sind Fertigprodukte und die Bäckerin hat es nicht wirklich drauf, ist auch so eine etwas grausige, böse alte Frau, eine sehr verbitterte und so fängt eben Polly an zu backen und ja, steckt damit auch so ein bisschen die Fischer am Ort ein, andere Menschen, andere Einwohner und das gibt natürlich so ein bisschen
Streit. Aber dann merkt dann doch die Bäckerin, als sie so ein bisschen unter Schwäche leidet, ja, irgendwer muss meine Bäckerei weiterführen und engagiert im Grunde Polly. Und Polly geht dann in dieser Bäckerei auf der Insel komplett auf. Ja, natürlich passiert da auch so ein bisschen die ein oder andere Liebesgeschichte. Es entwickeln sich Freunde und zudem gibt es einen ganz geilen Papageientaucher, den ich absolut ins Herz geschlossen habe, unser Neil. Und der mir unglaublichen Spaß bereitet hat, also der Vogel sozusagen. Und das ist eine Geschichte. Es ist wieder so eine Wohlfühlgeschichte. Man hört, man fühlt sich wohl, man fühlt sich auf dieser Insel. Und ich finde, dass die Autorin das unglaublich gut geschaffen hat, dieses Inselleben uns zu zeigen und so ein bisschen mitzunehmen. Die Menschen, die alle sehr speziell sind, wie sie wahrscheinlich auf so einer Insel tatsächlich sind. Auch die Fischer, wie die so ticken, auch wie so das Männer-Frauen-Gespann sozusagen funktioniert. Und ich fand, das hat Jenny Colgan wirklich unglaublich gut gemacht. Also mich hat die Geschichte wirklich mitgenommen, begeistert, auch mitgerissen und ich habe wirklich gefühlt immer gehört und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ne? Also so diese Sonnenfeeling und natürlich passieren dann auch, es gibt mal Stürme und es passiert da so allerhand, aber es ist nichts, was einen so ein bisschen runterzieht, was einen zum Nachdenken irgendwie anregt, sonst ist es wirklich leichte Kost, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber zum Hören für mich wirklich absolut perfekt gewesen, weil wenn natürlich auch draußen die Sonne scheint und man sitzt auf seinem Balkon und hört so ein bisschen Hörbuch und dann kann man eben so sich ein bisschen wegträumen und hat dann eben ja so dieses Inselgefühl. Und mir hat die Geschichte wirklich sehr, sehr gut gefallen, mir hat die Sprecherin gut gefallen und mir hat so diese ganze Atmosphäre gefallen. Und man geht eben mit so einem, ach ja, zufriedenen Gesicht im Grunde aus der Geschichte auch raus. Und fühlt sich da eben einfach zugehörig. Man hat so das Gefühl, man ist auch auf dieser Insel, man gehört da dazu und bekommt das eben von seiner Freundin Polly in dem Fall natürlich auch so ein bisschen erzählt mit allen Höhen und Tiefen, mit Liebe, Freundschaft und was das eben alles mit sich bringt. Und hat mir unglaublich gut gefallen. Man muss dazu sagen, die Geschichte ist an und für sich abgeschlossen. Also das ist wirklich, sie hat ein normales Ende und man muss nicht unbedingt weiterlesen. Wem aber die Geschichte so gut gefällt, dass er noch Lust hat auf diese Geschichte, für den ist dann natürlich der Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg, so glaube ich. Absolut richtig, denn ich habe das auch gemacht. Ich habe direkt jetzt mit dem zweiten Teil weiter gehört und da seht ihr dann natürlich in der nächsten Bücherwoche, wie mir das gefallen hat. Und der dritte Teil, Weihnachten, ich denke, der wird dann bei mir wirklich im Dezember gehört und da freue ich mich im Grunde auch schon. Und es gibt jetzt im Juni auch eine neue Buchreihe von der Autorin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, also der Buchreihe. Und auch das klingt für mich wieder sehr, sehr gut. Und mal gucken, ob ich das höre oder lese. Ich mag es tatsächlich, solche Wohlfühlromane zu hören, weil ich so das Gefühl habe, das nimmt einen nochmal so ein bisschen mehr mit. Und ich habe da tatsächlich mehr Fantasie dann im Kopf. Es läuft eher im Film ab, als wenn ich das, glaube ich, so lesen würde. Ich muss mal gucken. Mir gefällt es gut und ich habe auch wirklich Spaß damit. Und wie dann der zweite Teil mir gefallen hat, das seht ihr dann natürlich auch. Und das letzte Buch war dann ein E-Book, das ich zusammen mit der lieben Miri gelesen habe. Wir haben uns jetzt über eine Woche jeden Tag so um die 50 Seiten vorgenommen. Und zwar Die ferne Hoffnung, der erste Teil der Hansensaga von Ellen Carster. Hier waren wir im Grunde so ein bisschen auf der Suche nach einem Nachfolger der Clifton-Saga. Wie ihr seht, ist sie bei mir jetzt hier absolut vollständig eingezogen. Ich bin sehr stolz darauf. Ich habe mir den sechsten Teil, der mir noch gefehlt hat, jetzt auch am Wochenende mitgenommen, so als kleine Erinnerung an den Tag und dass natürlich diese schöne Reihe auch endlich im Regal steht. Und wir beide hatten eben so das Gefühl, vielleicht könnte das die Hansensaga werden und haben uns dann eben die ferne Hoffnung jeweils als E-Book geholt und haben die in dieser Woche auch gelesen. Der zweite Teil der Reihe erscheint im Oktober diesen Jahres. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile es werden. Da es aber eine Saga ist, denke ich mal definitiv mehr als 3, 4, 5. Das konnte ich aber leider noch nicht herausfinden. Ja, wie der Name schon sagt, spielt diese Geschichte in Deutschland oder beginnt zumindest in Deutschland, nämlich in Hamburg. Wir begleiten hier eine Familie, beziehungsweise sind es ja theoretisch drei Brüder, die im Grunde zusammen im Herrenhaus ihres Vaters wohnen, jeweils mit Frau und Kind, wenn eben schon vorhanden. Und der Vater von ihnen erschießt sich eines Tages in seinem Büro und stellt im Grunde die drei Brüder vor einer großen Herausforderung, denn das Kaffeegeschäft läuft nicht mehr so richtig. Das Kontor in Hamburg wirft nicht mehr so viel ab und den drei Brüdern droht im Grunde der Totalausfall, der Verkauf der Villa. Und zwei der Brüder machen sich auf den Weg nach Wien.
treffen dort einen Plantagenbesitzer von Kakao in Kamerun und beschließen nicht mehr in Kaffee zu machen, sondern in Kakao. Und einer der Brüder zieht eben mit Frau und seinen zwei Töchtern, unter anderem Luise, ja, nach Kamerun, um da die Plantage zu übernehmen, um das zu überwachen und damit eben den Kontor in Hamburg im Grunde zu beliefern. Somit bleibt dann der eine Bruder in Hamburg mit Frau und Kindern und der Bruder, der noch Single ist, wird nach Wien gehen und wird dort eben versuchen, ja, das Kakaogeschäft anzukurbeln. Und so haben wir diese drei Orte, die uns das ganze Buch über begleiten, und wir haben eben auch diese drei Erzählstränge. Kamerun wird uns erzählt von der jungen, ich glaube anfangs 12, 13, 14-jährigen Luise, die absoluten Abenteuergeist beweist. Das ist ein Charakter, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Die erzählt uns die Kamerun-Geschichte. Wir haben natürlich auch die Hamburger Geschichte und eben von dem anderen Bruder dann auch die Wiener Geschichte. Und alles fügt sich so ein bisschen zusammen. Die agieren auch so ein bisschen miteinander, treffen sich auch mal irgendwo zu Weihnachten, schreiben sich Briefe, um sich auszutauschen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte. Wir begleiten, glaube ich, zum ersten Band so die ersten 5 Jahre, würde ich jetzt fast vermuten. Und es gibt nicht so dieses Zeitfenster, wie man es in der Kliftensaga hat. Man fängt, glaube ich, 1888 an und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es endet. Aber ich würde sagen, so in dem Dreh rum. Und besonders faszinierend fand ich natürlich den Kamerun-Teil. Ich bin ja im Herzen theoretisch Afrikanerin. Ich mochte diesen Kontinent immer wieder gerne auf meinen Reisen, egal ob es Ägypten war, Tunesien war, Marokko war oder eben auch Kenia war. Es war immer, immer wieder schön und ich fühle mich da auch immer wieder wohl. Und gerade Ägypten ist natürlich so ein bisschen, wo mein Herz sich dann auch zu Hause fühlt. Und ich fand es toll, so ein bisschen diese Zeit, 1888, ist ja doch eine ganze Weile zurück, in Kamerun zu erleben. Wir haben hier natürlich jetzt diese Kolonien. Hier ist ja gerade Afrika aufgeteilt worden zwischen Deutschland, England, Franzosen, den Holländern, glaube ich, war es so. Und dann hat man natürlich so diese Kolonialzeit, die bestimmt nicht einfach und schön war für die Afrikaner. Das ist, glaube ich, wirklich so ein großer Schandfleck auch in der Geschichte. Und man erfährt eben so ein bisschen natürlich, wie das die Afrikaner aufnehmen, in dem Fall natürlich die Kameruner, die Stämme dort, wie die das empfinden, was die dazu sagen, was es für unterschiedliche Meinungen gibt. Man hat hier natürlich auch die Herrscher, also zum Beispiel die Deutschen, die einen, die eben sagen, es ist ein Miteinander, die anderen, die wirklich Sklaven aus den Afrikanern machen. Und es treffen hier natürlich wirklich viele Welten aufeinander und das fand ich unglaublich spannend, weil ich glaube, dass das einfach so gewesen ist. Also natürlich war keiner von uns jetzt live dabei, aber ich glaube, dass es wirklich diese Art von Konflikten gab und Luise als junges Mädchen, die da offen ist und zu ihrem Vater nacheifert und die sich da wohlfühlt, die Zwänge aus Hamburg in dieser noblen Gesellschaft eben gar nicht mag und so ein bisschen rauburschig ist und der gefällt das einfach unglaublich gut und ich konnte so gut mit ihr mitfühlen und ich fand ihren Erzählstrang wirklich super toll gemacht und man ahnt natürlich schon ein bisschen, wo es hingehen könnte, aber ich fand, das tut der Geschichte gar keinen Abbruch. Der Hamburg-Strang mit dem einen Bruder und was da so dann ein bisschen passiert, ich möchte nicht spoilern, war mir manchmal ein bisschen zu viel soapartig. Da sind Dinge passiert, wo man nur so den Kopf geschüttelt und gedacht hat, joa, jetzt ist auch natürlich mal gut. Und der Wiener-Strang war für mich so ein bisschen New Adult für Erwachsene. Ja, das war manchmal schon so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass ich dachte, heieieiei. Und dementsprechend ist diese ganze Geschichte auch so ein bisschen in meinen Gedanken nicht ganz rund, weil wir haben so diesen Highlight-Part in Kamerun. Hamburg ist so okay, ne? Aber das Wien, wobei ich den Charakter in Wien halt unglaublich mag, aber was da so manchmal passiert, das war halt schon so ein bisschen wie GZSZ in Buchform, was ich ja persönlich einfach nicht mag. Ich bin gar kein Soap- oder Serien-, also Soaps-Schauer schon gar nicht. Series kommt natürlich drauf an. Also diese Soaps, was da im Vorabend, damit kann ich gefühlt gar nichts anfangen und es ist halt immer so, dass hier schon so Dinge passieren, wo man dachte, ja. An sich ist der Schreibstil sehr schön. Also er ist sehr packend, er nimmt einen mit, man liest diese 50 Seiten, das ging auch Miri so sehr, sehr schnell, wenn man damit angefangen hat. Man kam gut in die Geschichte rein, sie wurde toll erzählt, es war sehr bildhaft, man konnte sich Hamburg, Wien und Kamerun zu der Zeit vorstellen. Auch die Schiffsreisen waren großartig erzählt. Wenn man noch denkt, wie viele Wochen man damals gebraucht hat von Hamburg nach Kamerun und heute fliegt man das irgendwie in 6-7 Stunden. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, selbst die Schiffe sind ja heute viel schneller. Also wirklich großartig erzählt, hat mir gut gefallen vom Schreibstil. Es kommt für mich nicht an die Clifton-Saga ran. Es kommt für mich auch nicht an den Schreibstil von Jeffrey Archer heran, ist aber definitiv
etwas zur Überbrückung, das kann man absolut sagen. Es ist schon etwas, was ein ähnliches Feeling in mir hinterlässt. Das ist etwas, was mich ähnlich packt und mitnimmt. Eben einfach nur so eine Spur gedrosselter. Das kann man einfach so sagen. Man muss, natürlich hat man auch so dieses Deutschland, diesen Deutschland-Flair. Das muss man halt auch mögen. Ich fand tatsächlich das Englische in der Clifton-Saga einfach ein bisschen spannender, interessanter, weil mir da sich auch viele Dinge erschlossen haben, die ich halt vorher nicht wusste, über die ich vorher auch nicht nachgedacht habe. Das Deutschland aus 1880 kann man sich eben schon so ein bisschen greifbarer vorstellen. Ne? Wenn man das ein bisschen im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, hat man so schon ein bisschen ein Gefühl dafür, auch für die Kolonialzeit und solche Dinge, was in der Clifton-Saga ja keine Bedeutung hatte. Und ja, ich vergleiche eigentlich nicht um den Geschichten miteinander, aber ich denke, für alle, die mit mir die Clifton-Saga gefeiert haben oder noch feiern, es gibt ja ganz viele, die immer noch lesen, die vielleicht da irgendwie was danach suchen, da möchte ich eben einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür geben. Es war gut, es war sogar sehr gut, es hat mir sehr gut gefallen. Es war mir eben an mancher Spur einfach zu viel, was passiert ist, wie es passiert ist, in welcher Schnelligkeit es passiert ist. Und das tut für mich schon so ein bisschen den Abbruch, weil da so dieser Charme, dieser Langsamkeit, dieser Geschichten, die es eben für mich auch zu so einer Saga machen, so ein bisschen verloren gehen. Aber es war sehr, sehr gelungen, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, mit dem einen oder anderen so Sternabzug würde ich jetzt sagen. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten Teil lesen oder auch hören. Ich weiß gar nicht, ob es die auch als Hörbuch gibt. Da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Und denke, werde ich auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Und dann einfach mal gucken, wie mir der zweite Teil gefällt. Und wenn es eben einfach unterhält ein paar Stunden, dann finde ich, hat ein Buch ja schon das geschafft, für was es im Grunde auch da ist. Ja, das war es dann jetzt auch schon Buch- und Hörbuch-technisch aus dieser Woche. Serientechnisch habe ich mit der Einkreisung weitergemacht. Mir fehlen jetzt tatsächlich noch so ein paar Folgen zu dem Zeitpunkt, wo ich es drehe, 2 oder 3, weil ich jetzt mit einer anderen Serie angefangen habe, die mich mehr suchte. Dazu aber natürlich mehr in der nächsten Bücherwoche. Ja, mit Westworld habe ich tatsächlich nicht weitergemacht. Da zieht es mich gefühlt eben gerade so gar nicht hin und ich bin sehr gespannt, es kommt ja demnächst Tote Mädchen lügen nicht, Staffel 2, bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergesponnen wird. Das Buch war ja im Grunde mit dem ersten Teil beendet und darauf freue ich mich jetzt tatsächlich so ein bisschen und es kommen jetzt auch in nächster Zeit ein paar Hörbücher, auf die ich mich sehr freue. Ja, man muss da seine Zeit natürlich ein bisschen einteilen. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt natürlich auf das Wochenende in Frankfurt, wenn die Kingsianer aufeinandertreffen. Ich denke, dass es dazu dann auch noch ein kleines Ankündigungsvideo geben wird, wie so der Plan ist, auf welchem Kanal ihr unseren Hangout dann auch nachts findet aus der Buchhandlung. Seid da also gespannt. Ich denke mal, dass das Video jetzt dann auch diese Woche noch davor natürlich online kommt. Die nächste Bücherwoche seht ihr dann natürlich ganz normal am Samstag, da ich die ja dann Montag, Dienstag drehen werde. Und ich freue mich da auch schon. Und da ist ja bis dahin theoretisch die dritte Cain und Abel Reihe, den dritten Teil der Reihe als Hörbuch geben soll, weiß ich auch schon, was ich auf der Zugfahrt hören werde. Ja, und natürlich auch unterwegs dann immer ganz schön, wenn man im Hotelzimmer dann doch mal ein Stück für sich ist zum Fertigmachen. So kann man eben immer schön Hörbuch hören. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ansonsten ist noch nicht sehr viel Spektakuläres in der letzten Woche passiert, einfach auch, weil ich ja krank war und zu Hause war. Und auch noch der Maifeiertag war, einfach den Sommer genießen, das schöne Wetter und das sollte man auch weiterhin auf jeden Fall tun. Soll auch diese Woche relativ schön bleiben. Ich glaube, mein Tag ist mit Gewitter gemeldet. Da gucken wir einfach mal, ob uns das irgendwie erreicht, ob der Regen alles wegspült. Und ich muss euch hier nochmal diese Schätze zeigen. Es sieht wirklich toll aus, auch in der Kamera, wenn ich so gucke. Alle 7 Teile der Clifton-Saga. Und ich werde sie wohl nie als Buch lesen, das muss man definitiv dazu sagen. Aber es ist einfach schön, sie im Regal zu haben und gegebenenfalls den ersten Teil eben auch einfach mal zu verleihen. Ja, und die Leute damit anzufixen in meiner Umgebung. Und ich fand es auch ganz niedlich, eine Kollegin von mir, die kennt die Clifton-Saga auch und war von der angetan. Und die liest jetzt etwas von Sarah Lark. Ich glaube, irgendwas mit Australien, Neuseeland. Und das hat sie gesagt, Steffi, wenn dir die Clifton-Saga gefallen hat, könnte dir das durchaus auch gefallen. Ah, die Kamera geile kommt. Ein bisschen spät heute. Bin ich auch mal gespannt. Die werde ich mir auch mal angucken. Ich habe schon gesehen, bei Audible gibt es die leider nur gekürzt, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gut, so lange genug geschwafelt. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch, was ich gelesen habe, auch schon gelesen oder habt es noch vor. Dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare, auch was diese Woche bei euch
euch gelesen wurde oder geschaut wurde. Serientipps sind natürlich immer gerne gesehen und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.